Lange ist Kraftwerk ja nicht mehr aufgetreten in Düsseldorf, seit 1991. Und nun ist es ein wichtiger Zeitpunkt in einem musealen Kontext. Dieses Erlebnis von Kraftwerk, was wie ein Gesamtkunstwerk ist, hier in einem nochmal anderen Kontext zu genießen zu können. Kommen nicht alle leider in den Genuss einer Karte, auch wenn viel mehr dabei sein können als bei den MoMA-Konzerten. Unsere Grabberhalle ist viel größer, aber es ist begrenzt. Und deshalb gibt es aber für die Wadenfans eine Besonderheit. Es gibt speziell zum Start dieser Konzertreihe die Möglichkeit, eine Sonderedition zu erwerben in 3.333 Exemplaren. Kraftwerk-Mitglieder sich ja immer verstanden und Ralf Hütter tut das auch heute noch. Und uns beim NRW-Forum hat an diesem Wort, an diesem Begriff, an dieser Tatsache immer interessiert, dass nicht nur die Musik tragender Teil dieses Gesamtkunstwerkes ist, sondern auch der gesamte Auftritt von Kraftwerk. Und dazu zählt auch das, was nach außen dringt. Das heißt die Covergestaltung, die Plattengestaltung, und natürlich auch die Art und Weise der Fotografie. Wir haben mit Peter Böttcher einen Fotografen gefunden, der seit 20 Jahren exklusiv für Kraftwerk fotografiert. Und was er tut, das ist nicht so die übliche Art der Rock- und Pop-Fotografie, der Musikfotografie. Er zeigt keine verschwitzten Gesichter, er zeigt kein Backstage, er zeigt keine Home-Stories, sondern er zeigt eigentlich Kraftwerk pur. Er hat immer eine Art Zentralperspektive auf die Bühne. Er zeigt die Roboter close-up. Also er trägt auch farblich und im gesamten fotografischen Auftritt extrem dazu bei, wie Kraftwerk sich nach draußen darstellt. Und das ist natürlich sehr minimalistisch, das ist sehr puristisch, das konzentriert sich auf wenige Farbeffekte, Rot und Blau. Und es trägt sozusagen zum Gesamterscheinungsbild der Band mit bei. Ich kenne kaum eine Band, die sich so konsequent nach außen stilisiert. Automat und Telespiel leiten heute die Zukunft an. Computer für den Kleinbetrieb. Künstler, die sich selber als Singing Sculptures damals bezeichnet haben, wieder aufgetreten sind. Also es gibt eine sehr starke Tradition, die in Düsseldorf lange Jahre sehr gepflegt worden ist. Und was das Kraftwerk angeht, bereits in der zweiten Platte, damals noch Vinyl natürlich, die vom Kraftwerk verlegt worden ist, war in der Mitte ein Foto von Bernd und Tilla Becher,
das ein kleines Kraftwerk zeigt. Also wir sind ganz nahe dran. Und wir zeigen ab dem 11., das ist der Tag, an dem wir in der Kunstsache mit dem Theater beginnen. Ohne Ansage. Gut. Der Letzte in der Runde hat ja in vielem das Glück und das Privileg, dass er in vielem vieles anknüpfen kann, was schon gesagt worden ist. Und so kann ich etwaige Befürchtungen, dass immer dann in die Wissenschaft das Wort ergreift, das nicht unter einer halben Stunde abgeht, gleich entkräften. Yeah.